Was haben treffsichere Botschaften mit Demokratie zu tun? Treffsichere Botschaften sollten ja glaubwürdige Botschaften sein. Und an dem Ende kommt natürlich das Ganze mit der Demokratie zusammen. Weil ohne Glaubwürdigkeit keine Überzeugung, ohne Überzeugung keine Werte, Entscheidungsfreiheit und ohne Entscheidungsfreiheit keine Demokratie. Ja, was ist Demokratie? Demokratie ist ja die Chance, dass das Volk in allen wichtigen Angelegenheiten das letzte Wort hat. Und wenn das einigermaßen gut soll gehen, wenn es nicht ein allzu grosses Risiko soll sein, dann muss das Volk auch tatsächlich einen klaren Kopf haben. Dann muss es einen Begriff haben und nicht nur Meinungen. Dann muss es Argumente haben, nicht nur Bildchen. Dann muss es richtige Worte, klare Worte haben und nicht nur irgendwelche Gerüchte. Also, das ist der Zusammenhang. Demokratie müssen Botschaften treffsicher sein, dass das Zielpublikum, sprich der Wähler, können verstehen und sich entsprechend ein Bild machen und dann nach seiner Grundüberzeugung kann die Stimme abgeben. Die hat sehr viel mit Demokratie zu tun. Denn Demokratie ist ja schlussendlich immer die Frage, ja oder nein, schwarz oder weiß. Und wenn man etwas pointiert darlegt, kann sich als Publikum eine Meinung bilden, ob sie dafür sind oder dagegen. Botschaften sind offenbar überall wichtig, angefangen bei der Demokratie. Es geht einfach darum, dass man die Leute spezifisch individuell kann ansprechen kann, irgendwo sich kann berühren, damit dass man eine gewisse Wirkung erzielen kann. Das ist meine Meinung. Und, super Tag sind am Tag von der Werbung. Danke für die Organisation an Schweizer Werbung. Ich habe einen tollen Tag gefunden und gebe zurück nach Zürich. Treffsichere Grüße.